Pass auf, ich darf jetzt noch einen Schweizer vorstellen, und zwar den Ingenieur Georges de Mestral. Bitte schön, hier ist er. Ta, ta, ta. Kennt ihn jemand von euch? Weil nee. Sonst wäre die Antwort... Wie heißt der bitte? Georges de Mestral. Oder Mestral, ah, aber okay. Ich glaube, Georges de Mestral. Ja. Ja, das ist Georges de Mestral, ja. Darf ich vorstellen? Also nicht persönlich. Also nicht persönlich. De Mestral. Der hat einen nächtlichen Waldspaziergang unternommen, und zwar mit seinem Hund. Und dieser nächtliche Waldspaziergang war Ursache für Ruhm und Reichtum dieses Schweizer Ingenieurs. Und ich möchte von euch wissen, was da passiert ist. Vollkommen wurscht. Ich gehe ab jetzt nur mehr in der Nacht mit meinem Hund spazieren. Ja. Und Schweizer Schokolade. Sehr gut. Er hat entdeckt, dass man Hunde als notdürftige Pontonbrücke über Wildbäche nutzen kann. In der Nacht? Naja, gerade hat der auch leicht die Augen ein bisschen im Mund liegt, was du siehst, was du hinsteckst. Nein, ich glaube, der ist auf einen Ricola Schweizer Zuckerl gestiegen und hat gesagt, ich hab's gefunden. Er hat's erfunden! Nein, er hat schon tatsächlich was erfunden. Er hat nicht irgendwen angefeidelt im Wald, der viel Geld gehabt hat. Ein Schweizer Messer erfunden. Also, aber wäre auch eine Grundlage für Ruhm und Reichtum. Natürlich. Ja. Aber der Hund hat Fass. Ja, also ja, wer weiß, wer es war. Ja, 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 aber wie hast du genau gefragt? Du hast, also, er hat etwas in dem Er hat schon etwas erfunden. Oder gefunden. Moment, habe ich was von erfunden gesagt? Nein. Habe ich noch nicht, oder? Aber davon gehen wir ja aus. Was? Der ist mit irgendwas reich geworden, weil er Ich habe gesagt, warum war ein nächtlicher Waldspaziergang mit seinem Hund Ursache für Reichtum und Ruhm. Okay. Weil ihm in der Nacht im Wald irgendwas eingefallen ist. Jetzt ist die Lisa ist auf einmal dafür erfunden gekommen. Ja. Ja. Und das ist ein kluger Schritt. Er hat tatsächlich etwas erfunden. Also, ach so. Ja. Wir wollten es nämlich den Mestral. Der Schweizer Mistral. Ja, okay. Der Schweizer Mistral. Den hat er erfunden. Sicher. Er wäre ganz gemächlich. Was hat der in der Nacht im Wald erfunden? Oder? Ein Taschenlampen. Ich meine, schau dir das Foto an, das ist nicht so neu, oder? Aber wie erfindest du im Nein, Wald, in der Nacht? Gar nicht, der war der Erste, der gesagt hat, da ist es finster, da brauchen wir, da brauchen wir Licht. Schau, nein, Entschuldigung. Nein, der Ruhe. Erste Schweizer, der dann nach den Wald gegangen ist. Ruhe, ich möchte dazu sagen, die Schweizer an sich sind sehr pragmatisch. Ein Schweizer sagt, wenn es in der Nacht finster ist, gehe ich halt nicht raus. Das ist kein Schmäh, das ist so. Das machen die so. Er hat gesagt, ich auch nicht. Aber sein Hund hat gesagt, oh doch. Daraufhin hat Herr Mestral gesagt, ja, dann brauchen wir eine Haha. Taschenlampe! Ich kenn doch die Schweizer! Aber vielleicht hat sich der verlaufen. Samt Hund. Der Hund oder wer? Na, oder beide halt. Gemeinsam. Ja. Okay, gut. Und es gibt doch diese. Schweizer Sennenhunde, glaube ich, die dieses Berner Sennenhunde. Berner, die das Fassel umhängen haben. Ja. Der war der Erfinder. Irgendwann ist er halt dann im Wald falsch abgebogen oder so, weil er sich nicht nach dem Moos orientiert hat, das ist im Westen wächst oder so. Ja. Und dann ist draufgekommen, sollte er je wieder nach Hause finden, hängt er in Zukunft seinem Hund ein Fassel um. Ja. Mit einem GPS-Sender drin. Das gab es damals noch nicht. Das hat der Schweizer. Hat der Hund etwas damit zu tun? Ja. Dann hat er eine Hundeleine erfunden. In der Nacht im Wald? Da ja, hat er nicht mehr gefunden. Dann hat er gesagt, auf einer Liane improvisiert, hat er dann ihren Siegeszug rund um die Welt angefangen. Nein, er findet eine Rolle. Er hat natürlich, ich finde den Hund nicht und ich brauche eine Taschenlampe, kombiniert. Und hat dieses Leuchthalsband für den Hund erfunden. So, gib mir alles. Auch nicht. Weil ihr alle... Das traue ich mich sagen. Also ich traue mich sagen, dass ihr alle von der Erfindung von Herrn Georges de Mestral
alle profitiert habt. Ich habe eher einen Hund auch gehabt. Nein. Ist er mit dem Hund zurückgekommen? Vielleicht hat er das Aussetzen revolutioniert und ist seither so der Schutzpatron überforderter Eltern. Georges de Mestral hat in der Nacht im Wald das Aussetzen auf ja, ganz pragmatisch. Ich lasse ihn einfach da. Und hat ihn aber mit der Leine festgebunden. Ja. Die er vorher erfunden hat. Ja. Mit der Lampe hat er den Weg nach Hause gefunden. Aber das ist es, Oliver, oder? Nein, das ist es nicht. Ich glaube, er hat in der Nacht diesen verschmitzten Gesichtsausdruck erfunden. Er ist mit dem Hund nach Hause gekommen nach diesem Nachtspaziergang und dann hat er den Hund erst gesehen. Weil im Wald hat er nicht gesehen, weil es dunkel war. Weil er ja keine Taschenlampe hatte. Das war gar nicht sein Hund. Oh ja. Wieso hat er ihn erst daheim gesehen? Weil es im Wald dunkel war. Also, der war ja oft im Wald, aber so dunkel war es noch kein im Wald. Also, ich meine, ja, du bist auch nicht im Dunkelsteiner Wald. Der, glaube ich, in Deutschland ist. Der ist in Deutschland. Entschuldige, du wohnst da irgendwo in Niederösterreich. Habt ihr Flutlichtwälder? Aber vielleicht liegt es daran, dass ich keinen Hund habe. Ja, Außerdem gehst du ja immer und machst Hobbystrahler. Dann ist ja hell. Und das Wohlwollen des Landeshauptmanns leuchtet immer über Niederösterreich. Ja. Mit seinem. Ja. Ein Schweizer Kuli. Pass auf, also er geht in den Wald spazieren. Es ist zappenduster. Dann kommen sie nach Hause. Plötzlich sieht er seinen Hund und denkt sich: Der ist dreckig. Der ist durch die Lacke gelaufen. Der ist ja schier. Dreckig ist er nicht in dem Sinne, im klassischen Sinne. Blutig. Auch nicht blutig. Nein, der hat was. Er hat was? Er hat ein Wild gerissen. Er hat ein Reh im Maul. Ein Reh? Das ist der Erfinder des Wilderers. Ich habe jetzt gerade, ich bin jetzt irritiert. Ja, und ich sag, einen bösartigen Nagelpilz. Das ist so. Der hat ein Schwammerl. Der hat das Eierschwammerl-Gulasch erfunden. Nein, er hat gesagt: Waldi, du rauchst. Ja, aber was hat er da erfunden? Die Nikorette. Ich habe es. Ich will kein Mitleid verlieren, aber es reden 5 Leute plus die Regie in mein Ohr und ich soll irgendwie versuchen, den Faden... Oh ja, kommt Mitleid. Oh. Nein! Ich habe jetzt gerade gehört, verzweifelt von der Regie die ganze Zeit, sie hat es schon gesagt. Und ich denke mal, wer? Ja, sie sind nur 2. Ja, eh. Nein, ist aber trotzdem... Ziemlich blöd jetzt in der Sendung, wenn 2 Frauen da sind, gell? Nein, wirklich blöd. Deswegen wir hätten uns das nie anfangen. Das ist immer Scheiß mit 2 Frauen. So. Die Monika hat gesagt, er blutet. Nein, das war's nicht. Wer hat Kletten gesagt? Ich. Du hast Kletten gesagt. Ich hab gesagt, der Dreckig, Kletten, irgend sowas. Kletten hast du gesagt? Ja. Hast du Kletten gesagt? Ich hab Kletten nicht gehört. Ich auch nicht. Aber die Regie hat Kletten gesagt. Ja, danke, Heidi. Ich hab Kletten gesagt. Du hast Kletten gesagt. Er ist nach Hause gekommen. Ich hab's auch gehört, Schatz. Das ist ein Schleimer. Nein, Moment. Ich habe gehört, dass sie Kletten gesagt hat. Ich krieg halt nur bei Kletten immer ein bisschen Angst. Der hat die Kletten erfunden. Nein, die Das ist Gott! Georges de Messlatte. Georges de Mestral ist nach Hause gekommen und sieht seinen Hund. Und dann fiel ihm auf, der hat Kletten. So, und dann... Den Kletten war Schluss. Und dann ist er drauf gekommen, was ist hier passiert? Wieso haften diese Kletten? Und hat er sich unter dem Mikroskop angesehen und ist auf diese kleinen Widerhaken gestoßen. Und daraufhin hat Georges de Mestral den berühmt-berüchtigten Klettverschluss erfunden. Großartig. Den ihr alle in der einen oder anderen Form sicher schon mal verwendet habt, oder? Absolut. Danke, Herr Mestral. Danke, du natürlich nicht. Danke an den Hund. Danke an den Hund. Aber da hat es wer gesagt, oder? Haben Sie das gesagt? Wer hat was gesagt? Ich habe Reißverschluss gehört von da. Reißverschluss? Oder haben Sie das gesagt? Na, keiner.
Er hat es gesagt. Nein, darf man ja, oder? Schau, der, was weiß. Der eine hört Klete, der andere hört Reißverschluss. Aber Reißverschluss wäre falsch. Wäre falsch. Der Reißverschluss, es ist der Kletverschluss. Ja? Und wir verdanken diese wunderbare Frage dem Herrn Wolf Pfassmann aus Wien mit einem 300-Euro-Gutschein. Ich möchte mich bedanken. Na wunderbar.